Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten. Der Roller Weihnachtsmann macht wieder auf sich aufmerksam. Am Samstag des ersten Advents wird Bernd Vollmer mit seinem weihnachtlich geschmückten roten Roller wieder durch die Straßen fahren. Damit verbreitet er nun schon im zweiten Jahr weihnachtliche Stimmung bei den Menschen, die vor allen Dingen aber auch bei den Kindern gut ankommt. Wir haben uns mit dem ehemaligen kaufmännischen Angestellten aus Ferne verabredet, um mehr über den Roller Weihnachtsmann zu erfahren, und von seiner Hütte treffen wir dann auch schon zwei Kinder, die auf ihn warten. Wo wollt ihr denn hin? Zum Weihnachtsmann! Guten Tag! Hallo Kinder! Habt ihr mich geweckt? Ja. Dann ist ja schön! Dann muss ich ja jetzt los! Die anderen Kinder warten schon auf mich, ne? Für euch hab ich dann schon mal was. It's beginning to look a lot like euch noch viel Spaß! Der Roller Weihnachtsmann hat heute mit seinem prächtig geschmückten weihnachtlichen Motorroller eine Probefahrt angesetzt. Wir waren neugierig. Wie kam er auf diese Idee? Ja, es war auf einer Party. Wir hatten eine Wette und wir hatten auch schon ein paar getrunken, wie das immer so ist. Männer unter sich kommen auf die besten Ideen. Wette hieß, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber es ging darum, wenn ich sie verliere, sollte ich als Weihnachtsmann verkleidet, sollte ich durch die Gegend fahren. Habe ich dann auch gemacht. Und anschließend, was ich da losgetreten habe, daraus ist das entstanden und da habe ich mich riesig drüber gefreut. Da muss sich der Weihnachtsmann ja auch immer wieder aufraffen. Er muss sich überwinden. Woher holt man dann die Motivation für so etwas? Diese Motivation, die hole ich mir einfach, wenn ich losgefahren bin und sehe die Kinderaugen, die in meinen Augen dann glänzen. Das ist die Motivation, die ich immer brauche. Du verteilst auch so kleine Geschenke unterwegs an die Kinder. Wie kommst du daran? Fallen die vom Himmel? Nein, die bringen mir Privatleute her, zum Beispiel Spielzeug, eingepacktes. Die kaufen das auch und die geben mir das zur Verfügung, stellen mir das zur Verfügung und ich kann das da unterwegs verteilen. Dieses Jahr habe ich auch 1000 Nikoläuse von der Firma Carwash bekommen als Sponsoring und ja, die verteile ich dann unterwegs. Du sammelst ja auch Geld ein. Was passiert damit? Das Geld, was ich von den Leuten bekomme, die mich buchen, zum Beispiel Firmen oder Privatleute, das gebe ich dann weiter an das Kinder- und Jugendhospiz Paderborn Höxter. Kann man dich buchen? Ja, man kann mich auch buchen. Und zwar auf meiner Facebook-Seite kann man mich buchen. Und wenn noch Platz ist, es wird eng und dann kann man mich auch zu privaten Zwecken oder Firmenfeiern kann man mich dann buchen. Heute ist es ja ziemlich kalt. Wird das nicht zu kalt auf dem Motorroller? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und der Weihnachtsmann ist nie schlecht gekleidet. Ja, dieser Weihnachtsmann ist gut gekleidet und wird gerade in Zeiten von Corona-Krieg und Inflation dann demnächst wieder weihnachtliche Stimmung verbreiten. Dabei verteilt er nicht nur kleine Geschenke, sondern er bekommt auch welche meistens in Form von Geld. Und das wiederum wird dem guten Zweck zugeführt. Bernd Vollmer, ein Weihnachtsmann, wie man ihn sich vorstellt. Selzer TV wird unterstützt von der Tanzbar Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten.